Quiz Deutschland e.V. Liebe Teilnehmer, liebe Vertreter der Arche Frankfurt, wir, die Biker for Freedom Deutschland e.V., begrüßen euch ganz herzlich in Frankfurt. Die Zeit mit Corona ist schwierig für uns alle und wir bitten euch darum, während der Versammlung alle Corona-Auflagen einzuhalten. Bitte den Mindestabstand einhalten und ständig Mund-Nasenschutz tragen. Wir sind gemeinsam dafür stark, dies in Rücksicht auf alle Anwesenden einzuhalten. Vielen herzlichen Dank für euer Verständnis. Besonderen Dank gilt auch der Polizei Frankfurt, die uns im Vorfeld bei der Fahrt durch die Innenstadt sehr gut begleiten kann. Moment, da kommt eine ganz wichtige Person, das werdet ihr nachher mitbekommen. Doch warum fahren wir heute? Warum gibt es heute an diesem Samstag im Oktober so viele Motorradfahrer, die mit uns teilweise sehr lange Anfahrten in Kauf nahmen? Weil es wichtig ist. Es ist wichtig, für seine Rechte und den Anspruch auf die gleichen Chancen im Straßenverkehr einzutreten. Wenn wir akzeptieren, was für die Motorradfahrer in Zukunft geplant wird, verlieren wir. Doch nicht nur wir müssen um unsere Chancen kämpfen. Was bedeutet Chancengleichheit? Für Motorradfahrer in Zeiten der Diskussion um Fahrverbote, Lärmbelastungen und Streckensperrungen sehr viel. Wir sind gleichberechtigte Teilnehmer im Straßenverkehr und ca. 85% der Motorradfahrer verhalten sich regelkonform. Ist es dann gerecht, 100% zu bestrafen? Es ist keinesfalls gerecht, nein, auch wenn dies durch verschiedene Bürgerinitiativen so gewollt ist. Wir fordern die Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer. Es gibt aber weit mehr Gruppen in der Bevölkerung, die sich hilflos in einer Gemeinschaft wiederfinden, die zu oft wegsieht. Es sind die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Es sind die Kinder. Und es sind nicht die Kinder, die ein behütetes, finanziell abgesichertes Zuhause haben. Wir, die Biker for Freedom, machen uns für die Kinder stark, die wie wir stark um ihre Chancengleichheit in der Gesellschaft kämpfen müssen. Sie sind von Armut und manchmal auch von sozialen Schwierigkeiten bedroht. Dies erfordert ein Hinsehen in einer Welt, die in Zeiten von Corona und Co. eben nicht mehr den Blick auf die real existierende Kinderarmut in Deutschland richten mag. Dennoch gibt es engagierte Organisationen, die sich nur zu dem Zweck gegründet haben, den Kindern, die in Armut und sozialer Benachteiligung aufwachsen, Hilfe im Alltag zu bieten. Das ist zum Beispiel die Arche Stiftung. Die Arche Stiftung wird ausschließlich über Spenden finanziert und ist auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. In Frankfurt am Main gibt es zwei Standorte, dessen Ziel es ist, den Kindern zum Beispiel eine warme Mahlzeit am Tag zu bieten, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung vorzuleben, sowie das Lernen mit effektiver Bildungsförderung. Dies ist in der heutigen Gesellschaft von großer Bedeutung. Wer diese Bausteine bekommt, ist wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr von Armut bedroht und hat Teilhabe in unserer Gemeinschaft. Die Arbeit der Arche Stiftung ist sehr wertvoll und ermöglicht Kindern in Armut die Chancengleichheit, die sie ohne Unterstützung nicht haben. Unsere Mitglieder waren und sind sehr engagiert darin, sich für soziale Projekte einzusetzen. Nicht nur für die eigenen Interessengruppen. Darauf, liebe Teilnehmer, könnt ihr stolz sein. Wir sind eine starke Gemeinschaft und dies habt ihr mit euren Spenden, mit eurer Bereitschaft, heute mitzufahren, sehr eindrucksvoll gezeigt. Wir möchten uns sehr, sehr herzlich für das Engagement der Ordner, die uns schon so oft begleitet haben, bedanken. Ebenfalls sollte... Ebenfalls sollte das DRK mit der Kraftstaffel in unseren Plan einfließen.
und wir begrüßen euch bei uns zum ersten Mal. Ohne eure Unterstützung als Ordner wäre eine solche Demonstrationsfahrt nicht durchführbar. Danke. Wir, die Biker for Freedom, freuen uns, Frau Hildebrand von der Arche Frankfurt heute hier am Eisernen Steg begrüßen zu dürfen. Es war von uns erhofft und geplant, dass auch die Kinder der Arche heute teilnehmen können. Aber dies ist in Zeiten der Pandemie nicht möglich. So, und jetzt haben wir eine kurze Pause. Und dann würde ich die Frau Hildebrand gleich zu mir bitten und auch den Tom Wagner und den Rest von unserem Vorstand und auch den Rainer Gügelein, den hätte ich auch gerne dann gleich vor mir. So, liebe Teilnehmer, wir haben mit der Spendenaktion und einer privaten Aktion durch den Rainer Gügelein, der in seinem Betrieb der Bäckerei Bio-Kaiser in Mainz-Witten eine betriebsinterne Sammlung veranstaltet hat, eine stolze Spendensumme von 3.140 Euro eingefahren, die wir jetzt ganz herzlich an die Arche Frankfurt übergeben möchten, damit die Kinder auch in Zeiten von Corona, was jetzt mehr und mehr schwierig wird, noch Spaß und Teilhabe haben können. Ja. Vielen Dank. Okay? So, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei eurer Teilnahme, für eure vielen Spenden und wünschen uns und euch noch eine gute Zeit. Und wir haben weiteres in Planung und würden euch dazu auch herzlich einladen. Okay. Ich sag auch Danke. Mikro ist aus, aber ich bedanke mich ganz herzlich. Corona hat unfassbar viel Not noch mal mehr zutage gebracht. Genau, dem gilt es weiter entgegenzuwirken. Vielen Dank fürs Hinsehen, fürs sich bewegen lassen, fürs aktiv werden, für so eine großartige Summe. Davon werden wieder einige Kinder satt, dass man dann wieder gescheit auch lernen kann und seine Nachmittage gestalten kann. Vielen Dank an der Stelle. So, wir haben für euch unseren Infostand aufgebaut. Ihr seid herzlich eingeladen, dort kurz einzeln einzutreten. Ihr könnt euch gerne ein Giveaway mitnehmen. Das haben wir von den verschiedenen Sponsoren zur Verfügung gestellt bekommen. Auch bekommt die Arche noch eine große Tüte mit Giveaways für die Kinder. Da sind Malbücher dabei. Harley Davidson Frankfurt war sehr großzügig und hat den Kindern 50 Quietschhähnchen mit Harley Davidson drauf gesponsert. Und also es waren sehr viele Sponsoren dabei, es war Polo dabei, es war die Firma Louis dabei und auch viele kleinere Sponsoren. Ja? Wir haben ja auch noch Mitglieder des Vorstandes in Kassel und die sind auch in ihrer Druckerei aktiv gewesen. Also es war im Hintergrund einiges an Arbeit, aber ich denke, es hat sich vor allen Dingen für die Kinder wirklich sehr, sehr gelohnt. Okay. Nochmal ein mega Dank an jeden Einzelnen, der sich der Sache annimmt, der hier ist. Man kann das nicht hoch genug einschätzen, auch wenn viele dabei sind, wenn ich mich herumkomme, die erwachsene Kinder haben, die wahrscheinlich selber im Beruf stehen und so weiter und so fort. Für dieses Engagement vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen nochmal von mir, von unserer Seite. Wir führen nicht nur die Gruppe, wir führen auch dann den Verein. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert mit der e.V.
dazu sage, erstens mal ist das Registergericht in Offenbach nicht betretbar momentan. Da muss ich aber auf der anderen Seite sagen, da gibt es einen Rechtspfleger, dessen Namen ich leider nicht nennen darf, der uns aber mega entgegengekommen ist, mit dem stehe ich im persönlichen Kontakt seit 14 Tagen und auf einmal nimmt das ganze Ding Fahrt auf, wird schneller. Und der hat mir die Satzungsänderungen, die wir leider vornehmen müssen, aber das sind eigentlich sind das nur ein paar rechtliche Änderungen, die stattfinden aufgrund neuer Vereinsgesetzgebung. Der hat mir das alles telefonisch gegeben. Wenn ich da jetzt noch auf Schriftverkehr warten müsste, würden wir noch 6 Wochen ins Land gehen haben. Und so kann ich das ganze Ding am Montag dahin bringen, in den Briefkasten werfen und dann haben wir das bis zum 1.11. durch. Also da muss man auch mal dem Amtsschimmel ein Lob aussprechen, dass da jemand sitzt, das Telefon in die Hand nimmt und das alles beschleunigt.